Ja, wir haben Körper definiert. Nun ist es an der Zeit für Beispiele. Körper sind beispielsweise die rationalen Zahlen, ne, das sind alle Bruchzahlen, auch die reellen Zahlen sind ein Körper. Und wir haben aber auch Körper, die nur endlich viele Elemente enthalten. Wir nehmen mal Z2, das ist der Restklassenring. So 2, der ist auch ein Körper. Und hier sollte ich vielleicht ihn in Erinnerung rufen, also Z2, nicht? Das waren die Restklassen 0 und 1. Und tatsächlich, also ich gehe davon aus, Sie wissen, das ist tatsächlich ein kommutativer Ring mit 1-Element. Und jetzt müssen wir noch checken, dass Z2 ohne die 0 bezüglich der Multiplikation eine abelsche Gruppe ist, aber Z2 ohne 0, das ist gerade, ja, da ist nur noch ein Element über die 1, die Restklasse der 1. Die Restklasse der 1 ist also das neutrale Element der Multiplikation und auch zu sich selber das Inverse. Das ist die kleinste abelsche Gruppe, die wir finden können. Aber insbesondere ist es eine abelsche Gruppe. Gut. Und unter Nummer 2 möchte ich Ihnen in Anführungsstrichen Gegenbeispiele bringen, also keine Körper sind. Die ganzen Zahlen mit der Addition und Multiplikation. Warum? Weil zweimal jede beliebige andere ganze Zahl kann niemals 1 ergeben, also Sie bekommen zu 2 beispielsweise kein inverses Element der Multiplikation. Wir finden auch Endliches, was kein Körper ist. Wir nehmen mal die Restklassen zu 4. Das ist auch kein Körper, denn zunächst zur Erinnerung, Z4, das sind die Restklassen 0. 1, 2 und 3. Und wir werden jetzt checken, dass Z4 ohne die 0 keine abelsche Gruppe ist. Offensichtlich ist aber die Restklasse der 2 in Z4 und das ist ja nicht die 0. Und jetzt schauen wir mal an, 2 mal 2. Multiplikation in Z4 ist definiert als 2 mal 2 und dann davon die Restklasse. Das ist also die Restklasse der 4. Die 4 entspricht gerade der Restklasse der 0. Und die 0 allerdings ist sicherlich nicht in Z4 ohne 0. Und das bedeutet jetzt, wir haben also in Z4 ohne die 0 zwei Elemente gefunden, die haben wir miteinander multipliziert und wir fallen aus Z4 ohne 0 heraus, dann kann das also keine Gruppe sein.